Der letzte Boss. Was für ein Badass. Komm schon. Ui, ich hätte vielleicht nicht die Waffe auf den Dreischusswaffe abändern sollen, aber hey. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ich kann nicht mal ausweichen. Ich weiß nicht mehr, wo ich drauf schießen soll. Ganz weiter. Ah, guck mal hinten. Hinten ist irgendwas Schönes. Ich kann nicht sehen. Ich versuche die ganze Zeit auszuweichen, aber irgendwie nö. Meine Fresse, ich kann wegrennen, wie ich will. Munition, das wäre epic. Der lässt sich gar nicht aufhalten. Ich kann doch niemals meinen Attacken ausweichen. Das gibt's doch einfach nicht. Kronleuchter. Ich möchte den aufstehen. Ich kassiere jeden Schlag. Normalerweise ducken die sich doch immer drunter weg, wenn meine Taste drückt. Aha. Da guckt sein wunderbares Herz raus. Ja, so geht's. Ich habe das Herz die ganze Zeit nicht gesehen. Viel zu viel Heilung verschwendet. Ich sehe ihn nicht. Jawohl! Komm schon. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Ein Herz! Was bringt einen dazu, sich selbst zu infizieren? Er ist von der Sache besessen, nicht mehr menschlich. Pure Idiotie, würde ich sagen. Ja, haben wir den richtigen getroffen. Immer schön aufgeladen lassen. Scheiß Illusion. Volltreffer. Da muss er so viel Damage machen, dass er bald verreckt. Aufgeladener Schuss ist heftig. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Falsche Seite gedreht. Nichts mehr zum Heilen. Zu spät das Herz gesehen. Steh auf, steh auf. Das war der andere. Das ist ein nerviger Kampf, ohne Mist. Man muss die ganze Zeit nie aufladen. Ich sehe den wieder nicht. Wo muss der denn immer hinter mir stehen? Aber doch er! Meine Güte! Ah, ich muss die Waffe wechseln. So ein Mist. Okay, wir müssen es nochmal neu probieren. Diesmal mache ich den scheiß Dreischuss weg. Und ich habe genug Heilung. Oh, wir starten wieder direkt hier.
Danke, du Herz. Jetzt kann ich dir von Anfang an mächtigen Schaden machen. Ich glaub nicht, dass er sich schon verabschieden will. Komm, mach hin. Kann ich sehen. So heftig blendet er nun auch wieder nicht. Das ist nur eine Frage der Geduld. Viel Geduld. Hallo, schießen! Dass ich ihn nicht getroffen hab. So ein heftig aufgeladener Schuss und na gut, ist der letzte Boss. Er hat gesessen. Ja, eindeutig. Nächste Phase. Ja, im letzten Augenblick. Jetzt wirklich ein bisschen Konzentration gefragt. Ich seh den nicht. Oh shit, voll auf den Körper. Dreh mich doch schneller. Geht doch. Boah, da steht ganz schön viel weg. Ah, shit, wahrscheinlich wieder neben mir, hinter mir. Kack, der steckt so viel weg, hab ich noch nie erlebt. Obwohl Metal Gear Rising Revengeance. Holy shit. Der hat viel weggesteckt, der Boss. Der letzte. Komm schon, gib den Löffel ab. Tu's für Tante Jill. Das sind hinter mir. Oh, komm schon. Was für ein Bullshit! Der muss hier aber lange von dem Schlag erholen. Ey, das ist absolut dumm! Boah! Danke für die Schrotgewehrmunition. Ohne die wäre die aufgeschmissen. Der ist es. Kick, Kick, Kick! Hätte ich aber aufladen können. Boah, oh, am Kopf! Jetzt die ganze Zeit draußen. Unsere Chance für massiven Schaden. Die lädt nach! Ich glaub's nicht! Lebensmüde! Hell fucking yes. Wenn man nur einen Millimeter daneben schießt. Boah, lad nach, wir haben Zeit genug. Ich hasse es, wenn die nachlädt. Die will ich verrecken. Das ist echt schwer, wenn man selbst so ein bisschen daneben schießt. Okay, den landen wir auf. Bis zum Schluss. Das ist scheiße unfair. Hallo? Ich stecke in Ecke fest. Für einen Moment.
beeilt, vorsichtshalber. Das Viech treibt mich zur Weißglut gerade. Diese Illusion. Ich kann das Vieh nicht stoppen mit der Waffe. Shotgun, bitte. So, das ist die letzte Chance. Wieso stirbt das Vieh nicht? Frag ich mich gerade auch. Lass dich nicht ablenken. Und voll drauf. Das ist Wahnsinn. Was soll ich dagegen machen? Zu machen. Hab ich's geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. So behandelt Morgan seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes T-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung vom ehrwürdigen Commissioner der FBC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Holy shit. Da wurde der doch tatsächlich festgenommen. Einfach nur Wahnsinn. Ich denke, die BSAA macht da keinen großen Fehler. Bloß weg mit dem. Und weiter. Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben? Thank you.
Wow, und das war Resident Evil Revelations. Unglaublich, wirklich super geiler Spiel. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren Support. Ich muss wirklich sagen, für ein Nintendo 3DS-Spiel sehr ordentlich gemacht, auf jeden Fall. Der Port war auch ziemlich cool, Grafik wurde ein bisschen aufgebessert. Tolle Story, würde ich sagen. Im Endeffekt haben alle überlebt. Aber was ist aus Raymond geworden? Davon hat man gar nichts gehört. Schon krass. Aber wirklich sehr gut gemacht. Hatte definitiv Spaß. Ich kann es immer nur wieder sagen. Also für Nintendo 3DS-Spiel schon ziemlich ordentlich. Aber nach wie vor, ich finde das mit dem Einscannen oder so ist ein bisschen. Muss man nicht unbedingt machen. Ist aber ein nettes Feature von 3DS, denke ich. Wenn man den so hin und her bewegen kann, ist schon okay. Leider natürlich wieder komplett actionorientiert. Was immer nicht weiter schlimm ist, denn die Spiele sind mega gut umgesetzt. Was will man eigentlich mehr machen? Auf jeden Fall Spaß. Natürlich nicht mehr das, was wir früher mal hatten. Aber der Erfinder von Resident Evil arbeitet gerade an The Evil Within. Was wirklich sehr survival-lastig werden soll. Gucken wir mal, wie das wird. Jetzt geht's natürlich noch weiter mit Fuse. Und natürlich, ich wollte schon sagen The Last of Us, aber da startet bald auch. Gar nicht mehr lange hin, noch knapp 2 Wochen. Das wird auf jeden Fall kommen. Fuse und Remember Me startet am Dienstag. Sollte auf jeden Fall richtig genial werden. Ich hatte definitiv Spaß mit Resident Evil Revelations, aber ich finde, hier gibt es ein bisschen wenig zu sagen. Auf jeden Fall coole Story, gut gemacht, tolle Action. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Sehr schön verwobene Geschichte mit Twists and Turns, wirklich an jeder Ecke. Das ist schon ziemlich edel. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir solche Spiele mittlerweile schon auf dem 3DS haben. Auf Konsolen, die wir mit uns mitschleppen können. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und natürlich wie immer wieder 5 Millionen Leute mitgearbeitet. Immer wieder toll zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo Revelations genau angesiedelt ist. Ich meine, er spielt vor Resident Evil 5. Weil ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass die anfangs zu Resident Evil 5 in so eine komische Villa gegangen sind. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann ist Jill, glaube ich, irgendwie verschwunden oder so. Irgendwie sowas. Zwischen 4 und 5 könnte das wahrscheinlich spielen. Ich will immer noch einen neuen Mega Man X-Teil. War fast schon so leicht, was? Dank der Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Dr. Love. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch witzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an.
Na klasse, und Raymond macht gemeinsame Sache mit der Tuse. Schreit nach einer Fortsetzung irgendwie. Die Hydra. Wahnsinn, wirklich cool. Definitiv. Nintendo 3DS auch noch mit den ganzen 3D-Funktionen. Sehr, sehr cool. Ein neues Spiel mit allen ihren Ausrüstungen. Wir raten ausdrücklich zum Speichern, ja, das glaube ich. Wir speichern euch erstmal. Wir machen eine komplett neue Datei. So ist gut. Kibam! Outfit auswählen können wir jetzt auch. Sehr schön. Und da werden wir wieder wunderbar in das Hauptmenü zurückgeworfen. Das war's auch erstmal für Resident Evil Revelations. Vielleicht werde ich in den Raubzugmodus noch ein bisschen zocken. Ah, es scheint Kooperativmodus gegen Feinde. Könnte vielleicht so eine Art Söldnermodus sein. Mal schauen. Aber das war's erstmal für Resident Evil Revelations. Danke Leute fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mal wieder gekommen seid. Es ist wirklich absolut genial. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren großen Support. Weiter geht's jetzt natürlich mit Fuse. Bald haben wir natürlich The Last of Us, wovon ich schon die Demo gezockt habe. Zwei Videos davon sind in meinem Channel. Ich weiß, die Demo ist vielleicht ein bisschen kurz geraten, aber zeigt definitiv so ein bisschen was vom Spiel. Und ich muss sagen, das Spiel ist blutig, spannend, brutal, basiert so ein bisschen auf Survival. Das heißt ein bisschen, eigentlich größtenteils sogar. Und es macht einfach nur noch eine Hölle Spaß. Remember Me startet jetzt am Dienstag und ich hoffe, ihr seid dabei. Das wird einfach nur epic. Dieses Jahr verspricht echt riesig zu werden. Das war's jetzt erstmal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zu mehr Gameplay. Macht's gut. Bye.